Das Festival Berge lesen der Europäischen Alpenkonvention war am Internationalen Tag der Berge Anlass für die Präsentation des Buches Wöldelföll Mythos Ötztal in der altehrwürdigen Lengenfelder Mesnerstuben. Auf Einladung der Kulturinitiative Pro Vitalpina und der Bücherei Lengenfeld stellte der aus Ötz stammende Autor Bernhard Stecher sein Erstlingswerk dem begeisterten Publikum vor. Mit seinem Heimatbuch wirft der aus Ötz stammende Bernhard Stecher einen Blick hinter die Kulissen des Ötztales auf sich selbst und seine Artgenossen. Wir haben heute eine Buchvorstellung, also das Buch Wöldelföll wird da in der Messnerstube vorgestellt und ist ein bisschen ein Heimatbuch der anderen Art, nicht wie bekannt. Also Bildbänder gibt es ja viele aus dem Ötztal und da wollten wir jetzt nicht das 17. dieser Art machen, sondern mal ein bisschen was anderes. Was zum Lachen, was Außergewöhnliches, mit vielen Themen drinnen, so dass sich jeder ein bisschen wiederfinden kann. Nee, es geht hauptsächlich natürlich um den Dialekt. Der Dialekt ist der rote Faden. Nur mit der Sprache, da hat natürlich vieles zu tun. Sei es die Politik, sei es Wirtschaft, sei es der Tourismus. Es geht um Missverständnisse, es geht um Alltagsgeschichten. Der Untertitel heißt ja Mythos Ötztal und man geht ein bisschen der Frage nach, was ist eigentlich der Mythos, woraus ist der Mythos entstanden? Und die einzige Antwort, die es da geben kann, der Mythos kommt aus dem Ötztal, kommt aus dem Alltag, natürlich, klar. Und darum sind Alltagsgeschichten drin, das Ganze sollte ein bisschen unterhaltsam sein. Eine Mitsiebzigerin suchte einmal in Ötz den Wilhelm auf. Es dürfte in den 1980er Jahren gewesen sein. Sie sprach den Arzt auch gleich einmal auf ihre eigene Art an. Du, Wilhelm, sagte sie. Von einer Anrede mit Herr war also weit und breit keine Spur. Jetzt bin ich wieder da. Und auf die Frage, wie es ihr denn gehe, antwortete die Patientin, sie habe das Gefühl, sie solle einmal einen richtigen Doktor konsultieren. Kein Problem, erwiderte Franz Josef. Er werde gern eine Überweisung schreiben und fragte, wohin sie denn gerne gehen wolle. Sie würde sich wohl, so mutmaßte der Arzt halblaut, wie in solchen Fällen immer, mit anderen Damen ausgetauscht haben und deshalb schon wissen, wo ein richtiger Doktor zu finden sei. Ja, entgegnete die Dame daraufhin rasch, sie habe gehört, der in Sauten sei recht brauchbar. Franz Josef Wilhelm schluckte daraufhin und erklärte der Dame recht freundlich, dass es für den Johann, genannt auch das Kräutermandle, keine Überweisung brauche. Du kannst einfach hingehen und gibst ihm dann etwas. Du bezahlst ihn also direkt, so der richtige Doktor. Das ist ja wieder mal typisch, daraufhin die Ötzerin recht aufbrausend. Wenn nur einmal etwas hilft, zahlst die Krankenkasse nicht. Ja, das ist eine lange Geschichte. Angefangen hat es eigentlich 2009. Das war ein Aufruf da von Pro Vitalpina. Da hat es einmal geheißen, man sollte einen Beitrag leisten. Die Aktion hat geheißen 65 Kilometer Bruchstücke der Wirklichkeit. Das Tal und alle waren aufgerufen, da ihren Beitrag zu leisten, sprich einen kleinen Aufsatz zu schreiben. Und damals haben wir gedacht, eigentlich könnte es da oberstieren. Wie es halt so oft ist. Der Gedanke wird beiseite gelegt, es passiert ein paar Jahre nichts, dann passieren ein paar Geschichten, von denen man meint, die seien darum wert, dass sie einmal festgehalten werden. War natürlich eine große Herausforderung und es war so, dass das Projekt natürlich durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist. Glückliches Ende, also wir haben es jetzt vor 2 Monaten rausgebracht, mittlerweile sind schon über 1000 Stück über den Ladentisch gegangen und da bin ich sehr dankbar. So
Ja, der Mythos ist natürlich ein Eindruck, den man von außen kriegt, von irgendwas. Und der muss irgendwo herrühren. Und da gibt es ein paar wunderbare Geschichten. Eine davon ist zum Beispiel die, dass sie jetzt mehrere Jahre lang schon jeweils in der Wirtschaftskammer war und die Auszeichnungen, die die Lehrlinge dort überreicht bekommen, fotografieren haben. Da ist mir aufgefallen, da werden kleine Filme eingespielt, und da ist mir aufgefallen, immer wenn Ötztaler Burschen und Mädeln präsentiert werden auf der Leinwand, dann geht ein Grinsen durch den ganzen Saal. Jeder freut sich und sagt sich, ah, das sind kernige Burschen. Das ist die Sicht von außen. Und natürlich, wie kommt die zustande? Das ist die Frage. Und meine Theorie ist einfach die, dass der Mythos aus dem Alltag herauskommt. Darum eben viele Alltagsgeschichten auch da drinnen.